Wölfe. Gefährlich und faszinierend zugleich. Der Hund, das älteste Haustier des Menschen, stammt von ihnen ab. Vor etwa 35.000 Jahren kam es zum ersten Kontakt zwischen Menschen und Wölfen. Doch wie passte sich der Wolf dem Menschen an? Wo liegen heute die Unterschiede im Verhalten von Hunden und Wölfen? Ähneln sich auch Mensch und Wolf in ihren Verhaltensweisen? Kurt Kotterschal hat zur Beantwortung dieser Fragen mit zwei Kolleginnen ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen. Mit erstaunlichen Ergebnissen. Die Biologin Kim Kortekas schreibt gerade ihre Doktorarbeit im Wolfsforschungszentrum. Für einen Test holt sie den Rüden Maischer aus dem Gehege. Er ist einer von den Hunden, für die der ganze Tag nur aus Versuchen bestehen könnte. Die Niederländerin versucht in ihrer Studie herauszufinden, wie unterschiedlich Wölfe bzw. Hunde bei einer Tätigkeit reagieren, wenn ein oder mehrere weitere Artgenossen anwesend sind. Um die Reaktionen der Testtiere zu messen, bekommen sie einen Herzfrequenzmesser umgeschnallt. Mit der Herzrate kann man erfassen, wie ein Tier auf bestimmte Situationen reagiert. Das Verhalten des Tiers wird genau festgehalten. In dieser Testphase zeichnet Kim die Herzraten der Tiere auf, wenn sie alleine auf dem Laufband sind. Voraussetzung für den Versuch ist, dass sie es freiwillig betreten. In einer späteren Phase sollen zwei Hunde oder zwei Wölfe gleichzeitig laufen. Dann wird sich zeigen, ob die Tiere überhaupt gemeinsam auf das Laufband gehen und ob dabei die Herzrate höher oder niedriger liegt, als wenn sie allein laufen. Dies lässt Rückschlüsse auf die innerartliche Kooperationsfähigkeit zu. Nach einer definierten Zeit auf dem Laufband bekommen sie eine Belohnung. Kurt hat derweil alle Hände voll zu tun. Kaspar, der große schwarze Wolfsrüde, soll nach Maischer aufs Band. Er weiß, dass er gleich arbeiten darf und kann es kaum erwarten. Der Ablauf bei den Wölfen entspricht exakt dem der Hunde. Trainerin Rita Takasch, die mit Kaspar gut zurechtkommt, legt ihm den Herzfrequenzmesser an. Also wir untersuchen mit dem Laufband eigentlich den Kern von Mensch bzw. Wolfsein. Das ist die soziale Komponente der gemeinsamen Jagd, wenn man so will. Es ist sozusagen ein mehr oder weniger ritualisierter Teil einer Verfolgungsjagd, so kann man sich das vorstellen. Die Wölfe und Hunde haben über ein Target, also dadurch, dass sie trainiert wurden, mit ihrer Nase eine Scheibe zu berühren, und dann kam der Klicker und sie wurden belohnt. Und eines Tages hing diese Scheibe über dem Laufband. So kamen sie dazu frei, auf dem Laufband zu laufen. Das Prinzip ist, sie können jederzeit aussteigen. Wir haben auch schon Laufzeiten von 3 Minuten und länger, aber sie können jederzeit aussteigen. Nur, wenn sie das tun, gibt es keine Beute. Erste Vortests mit zwei Wölfen bzw. zwei Hunden lassen vermuten, dass Wölfe problemlos miteinander auf dem Laufband rennen. Bei Hunden ist es eher so, dass der eine den anderen nicht aufs Laufband lässt, beziehungsweise der zweite gar nicht den Versuch unternimmt, dem ersten aufs Laufband zu folgen. Normalerweise werden die Wölfe mit einzelnen Fleischstücken gefüttert, die jeder Wolf für sich verspeist. Aber einmal im Monat gibt es ein ganzes Stück Wild, das die Tiere selbst aufteilen müssen. Um zu verhindern, dass die Wölfe ihre Beute in ein Gebüsch schleppen, fixiert Cindy das Reh mit einer Kette an einem Baum. So wird sichergestellt, dass der Fressvorgang beobachtet werden kann. Der Ablauf des Fressvorgangs sagt viel darüber aus, worin sich Hunde und Wölfe grundsätzlich unterscheiden. Es ist auf jeden Fall anders als bei Hunden, wo ein Hund sozusagen die Geschichte allein machen würde. Also da merkt man immer wieder, dass Wölfe kooperativer sind als Hunde. Das, was Friederike und andere auch in ihren Tests bekommen, Hunde leben in einer steileren Dominanzhierarchie und denen ist es an sich ein Anliegen, Chef zu sein. Ne? Bei den Wölfen geht es immer um irgendeine Funktionalität. Das heißt, Wölfe haben eine wesentlich flachere Dominanzhierarchie als etwa ein Hunderudel.
Das ist interessant, weil diese stärkere Betonung auf Hierarchie bei den Hunden als bei den Wölfen kann nur entstanden sein im Zusammenleben mit uns Menschen. Auch die Hunde bekommen heute ein ganzes Stück, eine Schafskeule. Doch hier frisst nur Asali, der Chef des Rudels. Keiner unternimmt auch nur einen Versuch, ans Fleisch zu gelangen. Die vorhandene Hierarchie scheint jedes Aufbegehren zu verhindern. Erklären lässt sich das so. Hunde werden von Menschen ernährt und leben oft als Einzelhunde in einem Haushalt. Mit der Zeit haben sie sich zu starken Individualisten entwickelt. Sie sind für einen Beuteerfolg nicht mehr auf die Gruppe angewiesen. Wölfe dagegen müssen zusammenarbeiten, um zu überleben. Selbst als Asali völlig satt ist, stellt er sich vor die Beutereste und lässt keinen anderen Hund daran fressen. Studentin Corinna Kratz, eine Mitarbeiterin von Friederike Range, bereitet einen Versuch vor, in dem die Teamfähigkeit der Tiere getestet werden soll. Nur wenn an beiden Enden des Seils gleichzeitig gezogen wird, bewegt sich der Mechanismus nach vorne. An dem einen Ende des Seils muss der Mensch, an dem anderen der Wolf ziehen. An die Belohnungswurst gelangt das Team nur, wenn beide gleichzeitig ziehen. Wird nur an einer Seite gezogen, zieht man nur das Seil heraus. Derselbe Versuch wird auch mit Hunden gemacht. So soll herausgefunden werden, ob Wölfe genauso gut mit dem Menschen zusammenarbeiten können wie Hunde. Wir nehmen an, dass der Wolf, der ist schon an sich so sozial, weil er miteinander arbeiten muss, also wenn er zum Beispiel jagen geht oder auch die Jungen aufzieht oder das Territorium verteidigt, dass diese Fähigkeiten zu dieser engen Kooperation mit dem sozialen Partner eigentlich vom Wolf kommen. Also dass im Prinzip die ganze Kooperation mit Menschen auf der Wolf-Wolf-Kooperation basiert. Und dieses Experiment dient eigentlich dazu, um das so ein bisschen rauszukitzeln, ob die Wölfe, wenn sie uns als Sozialpartner akzeptieren, eigentlich genauso gut sind in der Kooperation mit Menschen wie der Hund. Die vorläufigen Ergebnisse bestätigen, dass Wölfe bei der Kooperation mit Menschen nicht schlechter sind als Hunde. Aber wie haben die Tiere den Mechanismus des Versuchsaufbaus herausgefunden? Sie sehen ja, dass da Futter drauf ist. Sie sehen diese beiden Seile raushängen. Und wenn sie ein bisschen manipulativ sind, dann kriegen sie das schon raus. Und die Wölfe haben es auch rausbekommen zum Teil. Irgendwie haben die das dann voneinander gelernt. Bei den Hunden, die haben es von alleine nicht rausbekommen im Endeffekt. Und zum Schluss haben wir sie dann trainiert, dass sie es können. Aber miteinander ging es immer noch nicht. Aber mit Menschen geht's. Offensichtlich sind beim Lösen von Problemen Wölfe zielstrebiger und hartnäckiger als Hunde.